Freunde, es gibt wieder ein neues Video von uns, und zwar den niegelnagelneuen Audi RS3, und zwar als Limousine. Ich habe extra die Limousine angefragt, weil das für mich zumindest die schönere Karosserieform ist, aber natürlich ist der Sportback auch schön. Wir werden euch heute alles über den RS3 erzählen, ja, Motorisierung, Innenraum, Exterieur natürlich, und natürlich werden wir auch fahren, eine kleine schnelle Runde zusammen machen. Einfach alles, was dazugehört, und werden uns den ganz in Ruhe anschauen. Und für mich ist es einfach ein Highlight, dieses Auto. Für mich ist es fast der beste in der Klasse mittlerweile, muss man tatsächlich sagen. Wir werden uns im Fazit dann nochmal die Preise anschauen, und dort werde ich euch dann noch erzählen, ob der Preis zu hoch angesiedelt ist oder ob das tatsächlich ein fairer Preis für das Auto ist, was man heutzutage dafür bekommt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive, hier aus dem Schwarzwald mit dem neuen RS3. Ja, wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dürft ihr uns gerne abonnieren. Das freut uns. Wir wachsen natürlich weiter, können euch immer mehr solche schicken Fahrzeuge zeigen. Die Glocke drückt ihr, wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, wenn wir ein neues Video hochladen, wie zum Beispiel über den neuen RS3, der derzeit bei glatten 62.000 Euro startet als Sportback, in der Limo-Variante bei glatten 64.000 Euro. Und dann starten wir wie immer hier an der Front des RS3. Wir haben natürlich ein paar Designlinien schon auf der Motorhaube, und dann schauen wir uns mal hier den Kühlergrill an. Wir haben jetzt hier das große Optikpaket schwarz, sage ich jetzt mal. Ja. Das heißt, alles ist hier in schwarz, und zwar nicht in matt wie serienmäßig, sondern in glänzend schwarz, und zusätzlich sind auch hier noch die Audi-Ringe in schwarz, was ich euch definitiv ans Herz legen möchte, weil das ist dann tatsächlich ja noch mal ein bisschen stimmiger. Man könnte auch unter dem Audi-Logo noch eine Frontkamera reinbauen. Das nennt sich dann Umgebungskameras. Das hat jetzt dieser Testwagen aber nicht. Hier ist fast nichts fähig. Überall Lufteinlässe, wo man einen Lufteinlass erkennen kann. Dort ist doch mal das RS3-Badge. Das ist dann eben auch in schwarz. Ansonsten wäre es eben auch in Chromoptik. Und auch hier geht Luft rein. Und auch hier geht teilweise Luft rein. Natürlich sieht man hier auch ganz gut. Auch das hier ist natürlich alles in schwarz. Auch diese Finne. Es gäbe aber noch ein Optikpaket Aluminium. Sieht auch sehr gut aus. Dann ist natürlich weniger schwarz dran. Und das ist dann zum Beispiel auch in Vollalu. Sieht auch gut aus. Muss man aber von der Farbe her abhängig machen. Ja, je nachdem matcht es dann ganz gut. Ich würde tatsächlich eine Kombination angehen von Daytona Grau oder Grün mit Black Paket. Aber da reden wir bei den Farben nochmal drüber. Es gibt auch verschiedene Carbon-Elemente. Hier vorne ist allerdings noch nichts in Carbon zu bestellen. Zu den Scheinwerfern: Es ist beim normalen A3 schon LED-Serie, somit auch natürlich beim RS3. Optional kann man aber noch auf Matrix-LED-Licht upgraden. Und dann hat man hier dynamische Fließblinker. Das ist natürlich alles in LED. Und wir haben die coole Animation hier in diesem Feld, dass hier R kommt, dann S, dann 3 und dann die Flagge. Das heißt, dann kommt einfach der volle Name. Also Licht kann Audi einfach, das haben sie schön gemacht. Wir gehen nochmal nach oben. Da kommt ihr mal ins Spiel. Ihr könnt einfach schon mal drunter tippen, was ihr zum Design des neuen RS3 so sagt. Ihr könnt auch gerne bis zum Heck warten, damit ihr das Auto einmal komplett gesehen habt. An der Seite gibt es jede Menge zu erzählen, tatsächlich hier beim Audi RS3. Ich fange mal mit einem großen Paket an, das nennt sich das Dynamikpaket Plus. Ja, kostet schlappe 6.500 Euro, lohnt sich aber, wenn man bemerkt, was da alles mit drin ist. Da ist nicht nur das adaptive Fahrwerk mit drin, was ja sonst auch schon 1.000 Euro kosten würde, sondern sind auch noch Keramikbremsen mit dabei, die natürlich auch deutlich auf Preis kosten. Und ihr habt dann die Max-Aufhebung auf 92. Und das ist auch die einzigste Möglichkeit, den auf 92 zu bringen. Sonst ist er limitiert auf 250. Man könnte ihn noch einfach als Option auf 280 hochsetzen, aber die 92 sind tatsächlich nur mit dem Dynamikpaket Plus derzeit möglich. Also es lohnt sich, wenn man wirklich die maximale Performance möchte, lohnt sich das Paket so oder so. Und da sind wir dann eben auch schon bei dem Thema Bremsen. Wir haben jetzt hier die ganz normalen Bremsen. Die reichen auch schon aus, wie ich finde. Die bremsen das Fahrzeug gut runter. Allerdings, wenn man sehr oft auf Rennstrecken geht oder sehr oft das Fahrzeug deutlich sportlich bewegt, sollte man nicht überlegen, ob man sich die Keramikbremsen holt. Die Keramikbremsen kann man auch noch mal in Rot
lackieren lassen. Ich meine sogar auch in Schwarz und Blau. Unsere gäbe es nur in Rot oder halt unlackiert, beziehungsweise in ja, ganz normalen Farben. Wir haben jetzt hier aber, wie gesagt, die rote Lackierung. Bei den Felgen sieht es so aus, dass wir bei 19 Zoll schon starten und dann hat man verschiedene Designs einfach, die man wählen kann. Das Seriendesign, dann diese Felge in komplett schwarz oder halt eben diese Felge, das kostet auch am meisten Aufpreis, ist aber, wie ich finde, auch die schönste Felge tatsächlich. Die Spiegelkappen sind jetzt hier in schwarz durch das Optikpaket, aber kann man auch in Alu bestellen, wenn man das möchte. Passt natürlich dann auch gut zum Alu-Optikpaket. Oder halt eben in Carbon, da kostet es 630 Euro, dann sind die Außenspiegel in Carbon, abgedunkelte Scheiben. Der Schweller hier unten, der ist jetzt natürlich auch schwarz, auch das würde in Carbon gehen. Ich meine, für schlappe 1300 Euro ist das möglich. Das Dach könnte man je nach Farbe auch in schwarz machen, also die Kontrastfarbe, und kann das dann aber auch mit einem Panoramadach knüpfen oder einfach nur ein Panoramadach. Das kostet 1100 Euro derzeit, lohnt sich aber, weil Panoramadach einfach auch nochmal im Innenraum einen viel helleren und freundlichen Eindruck gibt. Der letzte Punkt hier an der Seite sind die Farben. 16 Farben gibt es derzeit zum Wählen. Wir haben jetzt das Camora Grau. Ist eine moderne Farbe. Mir gefällt sie nicht ganz so gut. Ich würde das Daytona Grau tatsächlich nehmen oder das Grün. Ja. Ihr seid jetzt mal live dabei. Das ist ein ganz schwieriger Name, wie ich finde, zum Auswendiglernen. Das ist das Kiatami Grün. Ja. Das Rot, das es mal von den RS3 gab, also für den Sportback zum Beispiel auch, ist derzeit nicht konfigurierbar. Das wäre tatsächlich meine Favorite-Farbe gewesen. Was wäre eure? Dann sind wir auch schon am Heck angekommen. Erstmal, bevor wir über den Spoiler reden, noch was zu den Rückleuchten. Volle LED natürlich auch hier mit dynamischen Blinklichter. Audi ist einfach die Nummer 1, was Lichter angeht. Ich laufe mal kurz auf die andere Seite. Der Spoiler finde ich eine schöne Sache, ist schon serienmäßig mit dabei. In schwarz, das setzt einfach das Auto nochmal sportlicher ab. Der gefällt mir richtig gut, ist nicht zu dick aufgetragen, trotzdem sehr schön. Serienmäßig hier mit dabei, aber für 950, wenn man möchte, in Carbon. Ja, läppert sich dann. Spiegel, Schweller und Lippe lohnt sich aber, weil es sieht halt einfach nochmal sportlich aus und beim Wiederverkauf. Aber wer es nicht will, in schwarz ist das Ganze natürlich auch alles schön. Optikpaket schwarz, das heißt eben die Audi-Ringe schwarz, das RS3-Logo hier nochmal schwarz. Wer nicht die ganze Umgebungskamera möchte, sondern nur eine Rückfahrkamera einzeln, gäbe es auch für den RS3. Haben wir jetzt aber tatsächlich bei dem Wagen auch nicht dabei, war mal wieder eine Umgewöhnung, kein Kamera-Equipment an Bord zu haben. Typisches RS-Merkmal hier, auch wieder natürlich alles in schwarz, auch der Diffusor hier ist alles in schwarz. Wer die Endrohre noch in schwarz möchte, muss die Performance-Anlage nehmen, also die Sportabgasanlage. Dazu ein Wort. Wir hatten ja beim RS4 schon die Sportauspuffanlage, könnt ihr mal gerne reinhören. Und ich finde, das braucht es jetzt nicht unbedingt, da wir ja eh Softlimiter haben und nicht im Stand voll rausgehen können und Spaß haben können und sowieso die Klappe nur dann öffnet, wenn ihr im richtigen Fahrmodi bzw. auch auf Last fahrt, also der Audi macht das selber. Finde ich persönlich, reicht diese Anlage, denn hört doch schon mal rein. Jetzt habt ihr mal reingehört, ich finde sie jetzt schon so für OPF-Verhältnisse und für die heutigen Regularien laut genug. Es macht so auch Spaß und ich glaube, dass da die Sportabgasanlage nicht mehr so viel rauskitzeln kann. Also da könnte man vielleicht ein bisschen was sparen sein. Man möchte natürlich die Endrohre definitiv in schwarz haben. Der Kofferraum geht über verschiedene Möglichkeiten auf, Schlüssel und natürlich auch über die Innenraumtaste. Der springt dann quasi so auf, wie ich es euch jetzt einmal demonstriere. Zumachen müsst ihr ihn aber dann wieder von Hand selbst. Ja. Sei denn, ihr habt den Sportback gewählt, dort gibt es natürlich eine elektrische Heckklappe. 321 Liter gehen hier rein. Drunter gibt es auch nochmal ein Fach, da kann man so ein bisschen was drunter ablegen. Wir haben ein Netz, wo man ein bisschen was festspannen kann, Ablagemöglichkeiten und kann auch die Rückbänke quasi von hier aus problemlos umklappen. Also, da bietet schon für seine, sage ich jetzt mal, Fahrzeugkategorie genügend Platz noch. Zumindest für mich. Was es nicht gibt, ist eine Anhängekupplung und dadurch sparen wir uns dieses Mal den Punkt Anhängelast. Dann sprechen wir über die Motorisierungen, beziehungsweise, ihr wisst es ja schon, nur den Motor, den es für den RS3 gibt. Es gibt ja nur den einen. 2,5 Liter Fünfzylinder, bekannt, richtig schöner Motor. Auch hier gäbe es eine Carbonabdeckung, wer das möchte, für 500 Euro. Die kann man sich auch sparen, weil wer guckt schon oft den Motor an. Aber natürlich, wer das Feine vom Feinen haben möchte, nimmt die natürlich auch noch mit dazu.
Mit dem neuen RS3 eben noch mal ein bisschen mehr Newtonmeter, sind jetzt 500 Newtonmeter, die bekannten 400 PS, 3,8 Sekunden auf 100. Und bei 250 ist jetzt erstmal Schluss, aber wie gesagt, man kann es entweder einzeln auf 280 noch hochsetzen oder mit dem Dynamikpaket Plus auf 290 hoch. Dann kann man da also wirklich 290 fahren oder halt laut Tacho zumindest dann auch mal die 3 vorne stehen haben. Also dann seid ihr wirklich zügig unterwegs. Zur Laufkultur und auch nochmal zum Fahrspaß muss ich tatsächlich sagen, können wir einen ganz guten Vergleich jetzt auch ziehen. Wir hatten jetzt neulich erst den VZ5 da, also als Abt-Version und davor dann auch den normalen VZ5. Ich finde, dass Audi wahrscheinlich von der Software, von der Motorsoftware nicht alles an Cupra gegeben hat. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall einfach von der Schaltcharakteristik, auch vom Motor, von der Laufkultur, einfach von insgesamten Fahren macht der hier einfach nochmal deutlich mehr Spaß. Ist einfach nochmal zackiger, nochmal ein bisschen aggressiver als sogar der VZ5 mit Abt, der dann 450 PS hat. Also wenn man jetzt nur mal vom reinen Fahrspaß ausgeht, muss man den RS3 nehmen, wenn man den Motor will. Aber mehr dazu dann tatsächlich beim Fahreindruck. Schön hier zu sehen, auch dass wir noch einen Haubenlift haben. Dann zum Verbrauch und somit zum, ich sage jetzt mal, nicht so spaßigen Teil des Videos. Nein, kleiner Spaß. 8,2 Liter ist er kombiniert angegeben. NEFZ 9,4 WLTP, 188 Gramm CO2 stößt auf den Kilometer aus NEFZ. Und 55 Liter gehen insgesamt rein. Was ich noch ganz vergessen habe, er hat natürlich Allrad und neuerdings jetzt auch den Torx-Splitter mit an Bord. Das heißt, er kann auch die Kraft an bis an ein Rad geben, ist somit agiler in den Kurven und natürlich auch ein bisschen spritziger. Und dadurch lässt sich auch der Drift-Mode verwirklichen, den ich persönlich aber jetzt nicht gebraucht habe. Zurück zum Verbrauch. Die 9,4, die sind schon realistischer WLTP. Ja. Meinen Durchschnittsverbrauch zeige ich euch nachher im Interieur. Der liegt bei 10 Liter und ein bisschen was. Was ich allerdings für den, sag ich jetzt mal, für den Wert noch in Ordnung finde, für das Auto mit 400 PS, Allrad und so dem, ja, der Umgebung, wie ich es benutzt habe. Das sind jetzt über 1000 Kilometer gewesen. Können wir uns wieder gesagt nachher anschauen. Und natürlich bin ich dann nicht nur sportlich gefahren, aber es waren halt auch mal sehr sportliche Fahrten dabei, auch mal länger über 200 auf der Autobahn und das alles dann mit einem 10 Liter Verbrauch ist schon in Ordnung. Man kann ihn auch, wenn man mal gar keinen Spaß hat, 6,5 Liter schaffen. Wenn man jetzt, sage ich mal, human, normal fährt, sind 7,5 tatsächlich auch mal drin. Aber dann fährt man halt wirklich im Komfortmodus oder Automatikmodus ganz normal und übertreibt hier nichts. Sobald man halt so ein bisschen Spaß hat, da landen wir halt dann schon relativ schnell bei 9 bis, ich sage jetzt einfach mal, 11 Liter. Bevor wir reingehen, zeigen wir hier immer den Schlüssel auf der Rückseite, das RS-Logo und die Taste für den Schlüsselbad auf der Vorderseite. Das Audi-Logo öffnen, verriegeln und eben dann die Kofferraumtaste, die ich vorher erwähnt hatte. Man braucht aber unbedingt nicht den Schlüssel, denn wir haben hier auch Keyless Go. Und das Schöne ist, und so erwarte ich es einfach auch im Premium-Bereich, das Ganze auch hinten. Das heißt, das Fahrzeug ist verriegelt. Wenn ich wieder komme, greife ich hier rein und kann dann auch zum Beispiel hinten eine Tasche reinschmeißen oder sowas und dann wieder verriegeln, ohne dass ich jedes Mal an die vordere Tür muss. Ich gehe jetzt aber tatsächlich vorne rein und zeige euch den Innenraum. Ja, dann herzlich willkommen hier im Innenraum des Audi RS3. Wir haben eine RS3 Einstiegsleiste, die ist sogar beleuchtet nachts. Dann zu den Sitzen. Es startet mit einem Ledersitz schon, der ist aber relativ unspektakulär, trotzdem cool, aber unspektakulär. Es gibt aber ein RS-Design-Paket und ein RS-Design-Paket Plus. So. Das gibt es in grün und in rot. Beim normalen RS-Design-Paket habt ihr dann das Alcantara-Lenkrad schon mit der 12-Uhr-Markierung und den RS-Fußmatten. Beim Plus, da kommen dann noch die roten Elemente bei den Lüftungsdüsen, die wir euch nachher noch zeigen, und dann eben dieser Sitz mit dazu. Entweder jetzt hier in den roten Rauten oder halt eben, wenn man es in grün möchte, dann in grün. Dann ist hier so schön eingestickt RS, ein bisschen Liebe mit drin. Wir haben hier Alcantara-rote Elemente und dann eben dieser richtig schöne Sitz. Also der gefällt mir extremst gut. Das ist auch die Konfiguration, die ich erhofft hatte, dass ich sie kriege. Genauso würde mein Innenraum aussehen mit diesen Sitzen. Die sind ultra bequem, sehen mega gut aus. Also das ist zu investieren. Das große RS-Design-Paket hier im Innenraum kostet 900 Euro. Das kann man sich schon mal gönnen bei einem RS3. Der Fahrersitz ist
serienmäßig nicht elektrisch einstellbar, den kann man aber elektrisch einstellbar machen. Das haben wir jetzt hier auch, wenn man den Fahrersitz zusätzlich noch machen, auch elektrisch einstellbar haben möchte, ist das auch möglich. Auf Wunsch ist auch Massage möglich und auf Wunsch ist auch eine Memory-Sitzverstellung möglich. So, zur Tür, zu den Materialien kurz. Wir haben hier oben ganz, ein bisschen unterschäumte Materialien. Der Bereich ist hart, der Bereich ist hart, der Bereich ist hart. Hier ist es beledert, hier haben wir Alcantara, das fühlt sich schon fein an. Hier haben wir einen Alu-Türgriff, hier ist so eine Alu-Kunstzierleiste, da ist auch Ambientebeleuchtung mit drin und das Ganze auch hinten, ja, tatsächlich. Genau, dann gäbe es, wir haben jetzt hier nur das Auto und das ganz normale Soundsystem, das ist auch in Ordnung. Es gäbe aber noch das Bang & Olufsen System mit 15 Lautsprechern und 680 Watt, würde ich dazu empfehlen, damit man auch im Innenraum ein bisschen schönen Klang hat. Dann komme ich jetzt auch zu euch rein, um euch natürlich den restlichen Innenraum zu zeigen vom schönen RS3. Und ja, da mache ich mal zeitgleich die Zündung an, damit ihr dann nachher was davon habt. Wir reden aber erstmal über das Dashboard. Hier ist alles schön weich unterschäumt. Hier ist auch alles unterschäumt. Hier ist alles unterschäumt auf der Seite. Also das ist alles noch weich. Wenn wir dann ein bisschen weiter runter gehen, bei den Lüftungsdüsen haben wir dann eben, wie gesagt, diese roten Elemente, die wir dann gesagt haben. Dann ist hier so eine Carbonstruktur mit einem Quattro-Schriftzug. Kann man auch nochmal in matt bestellen, quasi, dass es das ganze Element ist. Wir haben jetzt hier die Serienversion mit noch so ein bisschen im Alu. Das reicht mir aber. Und hier ist auch eine Ambientebeleuchtung untergebracht. Weiter unten wird das dann eben zu Hartkunststoff. Und bei Materialien, beim Lenkrad hatten wir es ja schon gesagt, hier ist Alcantara angebracht. Was mir besonders gut gefällt, sind die Schaltwippen. Die sind besser wie bei Mercedes und Co. Die sind nämlich nicht aus Plastik, sondern aus wirklichem Alu, haben einen guten Druckpunkt und sind auch wirklich qualitativ sehr hochwertig. Da sind sie wirklich in dieser Klasse zumindest der Beste. Und jetzt zeige ich euch nochmal das digitale Cockpit. Dann seht ihr jetzt hier das digitale Cockpit. Ich bin jetzt hier immer in der Navi-Version gewesen natürlich. Schön Google Maps hier bei Audi typisch. Und dann kann man hier natürlich aber auch noch verschiedene, sage ich jetzt mal, Views sich herholen. Einfach noch so eine Sportanzeige und dann kann ich mir aber natürlich auch noch durchdrücken. Dann seht ihr jetzt eben hier auch von meinen 1300 gefahrenen Kilometern ist mein Durchschnittsverbrauch 10,4 Liter. Also das finde ich noch in Ordnung. Jetzt kurz, das, wo wir hierher gefahren sind, sind wir ein bisschen sportlicher gefahren. Dann sind es natürlich schon 12,4. Aber das finde ich schon ein repräsentabler Wert. Medien kann man hier noch sehen und natürlich dann das Telefon. Ansonsten bin ich, wie gesagt, meistens hier gefahren. Da sehen wir auch die wichtigsten Informationen. Außentemperatur, Uhrzeit, dann natürlich die Geschwindigkeit, Verkehrszeichenassistent und natürlich aber auch der Gang. Und ich habe mir hier noch die Tankanzeige hergeholt. Dann was zum Infotainment-System. Wir haben jetzt hier das große MMI, das heißt, größer geht es nicht. Das ist schön untergebracht zwischen dem Piano-Lack. Da finde ich jetzt den Piano-Lack auch gar nicht so schlimm. Dann verschiedene Einstellungen natürlich, die man vornehmen kann, zum Beispiel Fahrzeugeinstellungen. Da zeige ich euch immer eine, und zwar hier Licht und Sicht. Ja. Da kann ich euch dann zum Beispiel die Ambientebeleuchtung zeigen. Hier ist die untergebracht. Und dann kann man natürlich die Farbe einstellen oder verschiedene Themen. Wenn ich jetzt hier aber zum Beispiel reingehe, kann ich die Flächen oder die Linien nochmal separat schalten. Und dann seht ihr hier, dass es auch verschiedene Farben gibt. Ich habe natürlich blau genommen und es gibt insgesamt 30 Farben. Also da ist genügend dabei. Ich glaube, da findet jeder seine Farbe. Ansonsten ist es recht einfach gemacht. Man findet sich schnell zurecht. Und auch hier haben wir natürlich die schöne Navikarte von Google. Audi-typisch, sehr, sehr schön gemacht, muss man einfach sagen. Und ja, ist auch flüssig von der Schnelligkeit her und auch wenn man nach einer längeren Standzeit das Auto benutzt, ist sofort alles da, also besser wie bei VW, Cupra und Skoda. Ist auch alles schön gemacht, einfach gehalten und ja, ist einfach von der Bedienbarkeit sehr, sehr schnell. Wenn wir ein bisschen weiter runter gehen, sehen wir hier nochmal ganz leicht vielleicht die Ambientebeleuchtung, dann sind hier einfach die Klimabedieneinheiten, 2-Zonen-Klimaanlage bzw. 3-Zonen-Klimaanlage auf Wunsch. Sitzheizung ist hier dreistufig einstellbar und hier unten haben wir dann auch Warnblinkertaste, Parkassistent und natürlich dann auch den Drive Select Mode. Hier verbirgt sich dann auch noch ein induktives Ladefach, ja, wo man das Smartphone induktiv laden kann und nochmal 2 USB-C-Stationen. Was ich ein bisschen schade finde, dass wir hier Piano-Lack haben, da hätte ich mir irgendwie ein anderes Material gewünscht, Carbon oder Alu. Was schön ist, ist der Startknopf mit den roten Zierelementen und war ja bei Schiff natürlich. Ja. Das haben wir auch. Cupholder gibt es auch und eine Armauflage. Die Armauflage ist gerade so breit genug für 2 Arme. Ja. Und die kann man auch nochmal von der Höhe und auch von der Länge
arretieren. Dann geht es um das Platzangebot natürlich. Ich bin ca. 1,85, ja, nach wie vor. Und ich habe den Sitz auf mich eingestellt. Zur Tür genügend Platz, nach vorne genügend Platz und nach oben aber auch wirklich genügend Platz. Da passt fast noch eine ganze Faust dazwischen. Also das ist für diese Fahrzeugklasse mehr als genug. Und ich habe mich hier zu keiner Zeit beengt gefühlt. Wir schauen uns das noch einmal hinten an und dann fahren wir. Ja, dann herzlich willkommen hier im Vor des RS3 und hier hört der Spaß dann tatsächlich ein bisschen auf. Da sind es ein paar Kritikpunkte, die ich tatsächlich nennen möchte. Ich nehme euch hier an wichtigen Stellen auch tatsächlich mit. Was tatsächlich für mich einfach ein großer Kritikpunkt ist, sind hier zum Beispiel die Materialien. Also, dass wir hier oben schon Hartkunststoff haben, das finde ich sehr, sehr schade. Gerade weil es ein RS3 ist. Ja. Wir haben natürlich trotzdem hier Alcantara, wir haben trotzdem eine Ambientebeleuchtung, das finde ich alles sehr schön. Und ich hätte auch überhaupt gar keinen Kritikpunkt gehabt, wenn das unterschäumt gewesen wäre. Ja. Das ist also so ein bisschen schade. Zum Platz ist es aber hier in Ordnung, wie ihr seht. Also da haben wir noch genügend Platz, trotz dass ich den Sitz schon auf mich eingestellt habe. Und wir haben auch hier natürlich an beiden Sitzen so Taschen, wo man nochmal was einklemmen kann. Und wie gesagt, hier bei mir jetzt dann die 3-Zonen-Klimaanlage. Die kann ich nochmal von der Zirkulation her einstellen. Und einen 12-Volt-Anschluss, seht ihr hier, haben wir hier natürlich auch nochmal. Isofix an den äußeren Sitzplätzen gibt es auch. Wir haben auch hier tatsächlich eine Armauflage, das ist ein Cupholder zwischendurch. Das ist ganz gut gelöst. Dann kann man seinen Arm dran vorbeilegen und wir könnten das auch den Mittelteil umklappen, damit wir eben hier Ski- und Anglerfreunde was davon haben. Zum Platz, das ist eher der zweite Kritikpunkt. Man kann hier zwar zu dritt gut also auch sitzen, die Sitzfläche ist auch noch groß genug, ja, aber wir haben einen großen Mitteltunnel, das heißt, das erschwert das Ganze noch ein bisschen und vor allem ich selbst habe mit meiner Körpergröße von 1,85 nicht mehr ganz so viel Platz, wie ihr seht. Also ich stoße hier total an und kriege meinen Kopf auch nicht mehr nach hinten. Ja, das ist natürlich durch die Limousinenform auch bedingt. Ich glaube, im Sportback hätte man da ein bisschen mehr Platz. Ich müsste halt das so, wie ich jetzt sitzen, könnte mich aber zu keiner Zeit das nach hinten lehnen. Aber so würde ich mal mitfahren, ich sage jetzt mal für 3 bis 4 Stunden. Zu dritt hier hinten würde ich es dann doch stark begrenzen wollen auf 1 Stunde. Jetzt gehen wir wieder auf den spaßigen Sitz hier vorne und zeigen euch, wie er sich fährt. Dann herzlich willkommen zum Fahreindruck. Wir würden ja normalerweise mit der Kamera starten. Da ihr aber ordentlich zugehört habt beim Exterieur, wisst ihr, dass wir diese nicht haben. Deswegen geht es direkt los hier mit dem Thema Komfort. Wir starten hier ganz kurz nur auf diesem Feldweg. Wir haben zwar das adaptive Fahrwerk, aber hier auf dem Feldweg kann man trotzdem so ein bisschen ein paar Worte darüber verlieren. Denn hier ist es natürlich noch mal ein Stück ruppiger und unebener als auf der normalen Straße. Ich kann jetzt nichts dazu sagen zum Serienfahrwerk, da wir ja wie gesagt das Adaptive hier haben. Ich würde aber meistens, wie gesagt, immer das Adaptive empfehlen, weil wir so halt doch schön komfortabel über die Straßen und auch Feldwege fahren können. Man merkt zwar, dass alles sehr sportlich abgestimmt ist, trotzdem kann man dadurch sehr gut Langstrecke machen. Und wenn man dann halt auf Dynamic ist oder auf dem RS Plus Mode, dann ist es halt sehr, sehr straff, schwere Lenkung und alles ist auf Krawall geschalten. Also das lohnt sich schon, dann würde man lieber an anderer Stelle sparen und somit hat man dann doch ein Alltagsauto, das man aber auch sehr sportlich bewegen kann. Ich meine, jetzt hier auf der normalen Straße, wie gesagt, da bekommt man von den Unebenheiten nicht viel mit. Ich rede von runtergesetzten Gullideckeln oder Schlaglöchern oder Spurillen oder so etwas. Das merkt man dann schon, weil das Fahrwerk allgemein halt sportlich ausgelegt ist. Ja, schon im, ich sage jetzt mal einfach normalen Modus, wie wir jetzt fahren, Automodus oder Komfortmodus, hören wir den 15er jetzt, wenn wir so ganz normal fahren, im 6. Gang, nichts. Sobald ich aber so ein bisschen auf Last fahre, ja, hören wir ihn sofort. Dann öffnet er die Klappe leicht. Im Dynamic-Modus natürlich noch mal ein bisschen stärker und im RS sowieso. Wir werden nachher eine schnelle Runde im RS-Mode machen. Hier werden wir jetzt im Auto bleiben und im Dynamic dann noch vielleicht. Eine Launch-Control werdet ihr nachher auch noch sehen.
Wir haben hier das 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe, was butterweich schellt. Ja, wir kriegen vom Schaltvorgang nichts mit und somit ist das, wie gesagt, im Alltag auch sehr gut zu bewerkstelligen und ich kann hier wirklich bequemlos lange Strecken auch absolvieren. Wir haben viele Möglichkeiten, Assistenz dazu zu buchen, die wir euch nachher noch zeigen werden. Wir haben jetzt hier nur nicht alles an Bord, aber das werde ich euch natürlich auf der Autobahn Stück für Stück erzählen, nur als Vorwort eben, dass es für den A3 bzw. RS3 eben auch alles gibt. Gleich gehen wir noch auf die Sprachsteuerung ein. Ich werde jetzt hier noch in Dynamic gehen, damit ist alles schon mal so ein bisschen härter gestellt. Man hat aber hier noch eine RS-Taste, wo man quasi dann in den RS-Mode kommt, den man sich aber auch noch mal einstellen könnte, wenn man wollte. Jawohl, also ihr habt schon an der Kameraführung auch gesehen und einfach auch am Geräusch. Es ist ein bisschen lauter, die Klappen sind schneller offen und auch er geht zügiger voran. Das Getriebe ist dann jetzt auch in der sportlichen Schaltgasse, das heißt nicht mehr in D, sondern in S. Und somit ändert sich natürlich auch die Schaltcharakteristik. Er hält den Gang länger und er braucht auch länger zum Hochschalten. Das ist natürlich dann nachher einfach eine sehr, sehr schöne Sache. Was ich schon gemerkt habe, was ich schon ausprobiert habe für euch, das kann ich gleich mal vorweg sagen, das Lob. Wenn ich im Manuellmodus bin, also wenn ich hier mit den Pedals unterwegs bin, dann bleibt er auch manuell. Das heißt, selbst im Drehzahlbegrenzer schaltet er nicht hoch, sondern bleibt. Und das ist wichtig, das ist von der Rennstrecke gut, das ist für mich einfach als Kunde wichtig zu wissen, dass wenn ich hier im Manuellmodus bin, dann bin ich auch wirklich im Manuellmodus und er pfuscht mir hier nicht rein. Von dem her Getriebe, Abstimmung, Motor, wirklich alles super. Sportlicher Teil kommt gleich. Jetzt Sprachsteuerung und dann Assistenz auf der Autobahn. Ich habe hier eine Taste, ja, da kann ich die aktivieren. Navigiere mich nach Berlin. Bitte nennen Sie mir jetzt weitere Suchbegriffe oder wählen Sie eine Zeilennummer. Zeile 1. Ich habe die Zielführung gestartet. So, beenden wir das auch gleich wieder. Punkte dazu. Es gewinnt keinen Rekord in Schnelligkeit, das habt ihr jetzt gesehen. Also es gibt da schnellere Systeme, aber trotzdem bekommt es von mir eine sehr hohe Punktzahl, denn es versteht mich, ich kann einfach sagen, navigiere mich nach Berlin und er fragt dich 100 Mal nach. Bitte Straße, bitte Hausnummer angeben, sondern wenn ich nichts sage, klar, jetzt hat er mehrere Stadtgebiete gefunden, muss ich eine Zeile wählen, aber dann geht es auch schon los. Das heißt, ich kann das bequem während der Fahrt machen, ohne dass ich jetzt noch groß abgelenkt werde. Also das ist schon mal sehr gut. Was wir uns noch gemeinsam anschauen, ist, ob ich auch eine Sitzheizung dadurch steuern kann und dann sind wir auch schon auf der Autobahn. Sitzheizung einschalten. Ich aktiviere die Sitzheizung. Also, solche Späße gehen auch. Von dem her ist die Sprachsteuerung tatsächlich hilfreich und man muss nicht so oft von der Straße wegschauen. Jetzt sehen wir uns auf der Autobahn wieder. Wir sind auf der Autobahn. Ich habe den adaptiven Tempomaten hier auf 130 eingestellt. Wir fahren aber tatsächlich 90. Warum? Vor uns ist ein Hänger. Der fährt, wie gesagt, nur 90, erhält automatisch den Abstand, den ich eingestellt habe, ein und würde jetzt quasi erst wieder beschleunigen, wenn ich zum Beispiel blinke. Dann beschleunigt er schon mal so leicht und wenn ich dann auf der Spur bin, beschleunigt er dann tatsächlich ein bisschen mehr, liegt aber auch nochmal am Fahrmodi. Der adaptive Tempomat funktioniert zuverlässig, das hat immer gut funktioniert. Der ist auch an den Verkehrszeichenassistent gekoppelt, das heißt, wenn er erkennt durch die Kamera, dass hier zum Beispiel nur 80 wäre, dann würde er automatisch 80 runterbremsen und auch das System hat wirklich super funktioniert. Er hat jedes Schild richtig erkannt, auch Ortsschilder. Dann gäbe es, das haben wir aber nicht, noch einen Totwinkelassistent, ja, der wäre dann im Spiegelgehäuse integriert und warnt Audi-typisch so 3 bis 4 Autolängen vorher. Was wir auch nicht haben, was es aber gäbe, aber da muss man ein bisschen ausholen, ist, wir haben jetzt hier nur einen Spurhalteassistent. Den möchte ich euch noch einmal zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt hier dagegen lenke, dann lenkt er dagegen, würde aber pendeln. Ja, ihr habt das jetzt gesehen, auch hier, wenn ich jetzt hier nochmal an die Mittelspur komme, dann verhindert er das. Also ich werde niemals die Spur verlassen, das funktioniert wirklich super. Aber er hält die Spur nicht. Das ist ein Spurführungsassistent, nennt sich das beim Audi. Und den könnt ihr auch dazu bestellen. Allerdings, entweder dann nur mit dem Lederlenkrad oder mit einem großen Fahrassistenzpaket, dann bekommt ihr aber ein anderes Lenkrad. Also das sieht dann nicht so aus. Ihr versucht dran zu denken beim Schnitt und blendet euch da einfach mal noch das andere Lenkrad ein.
dann könnt ihr euch vorstellen, ob ihr das mögt oder nicht. Ich finde es jetzt gar nicht so tragisch. Ich würde vielleicht auch das andere Lenkrad nehmen, dafür, dass ich dann halt auch einen Spurführungsassistent habe. Warum das so ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das Lenkrad mit Spurführungsassistent ist nicht möglich. Zumindest laut Konfigurator. Ich blende es euch ein. Das ist jetzt nochmal eine Erinnerung für mich im Schnitt. Ansonsten, ja, wenn man es dazu gebucht hätte, hätten wir alle Assistenten, die man heutzutage so braucht. Die funktionieren auch ordentlich. Wir haben zumindest den adaptiven Thermomaten und den Verkehrsassistenten und die haben super funktioniert. Was ich noch hinzuzähle immer ist Head-Up-Display und Matrix-Edit-Scheinwerfer. Dazu zwei Worte. Im Head-Up-Display sehe ich Verkehrsassistent, Geschwindigkeit und einfach auch den Spurhalteassistent. Das reicht völlig aus, ja, und ist auch eine schöne Sicht, eine klare Sicht, eine scharfe Sicht und wird schön auf der Fahrbahn platziert. Matrix-ED-Lichtscheinwerfer muss ich wirklich ein Lob aussprechen, also das funktioniert wirklich sagenhaft. Blendet niemand, ja, kein LKW hat aufgeleuchtet, selbst auf der Autobahn nicht nachts, selbst heute Morgen noch, also jetzt vor dem Dreh war heute Morgen Nebel auf der Autobahn und auch da hat dann niemand geblendet, also Chapeau. Das System arbeitet auch wirklich permanent und das ist wirklich eine super Sache, hat niemand geblendet, ich habe trotzdem vollstes Fernlicht. Jetzt sehen wir uns noch in der schnellen Runde und dann geht es zum Fazit mit den ganzen Preisen, die ich für euch dabei habe. So, schnelle Runde, wir starten mit einer Launch Control, wie sollte es anders sein? Und die 100 stehen. Ja. Und jetzt könnten wir hier natürlich schön manuell nacharbeiten mit den schönen Schaltpedal und bleiben hier dann natürlich schön im manuellen Modus. Ja. Wir können hier auf dieser Strecke schön die Bremsen testen, das Kurvenverhalten und können hier schön reindonnern. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben hier kein Untersteuern. Ja. Wenn man das ESP aus hat, dann kann man ein Übersteuern, ein bisschen strapazieren, ein bisschen herausfordern, aber jetzt auch nicht extrem. Also es ist immer noch ein sehr sicheres Fahren, aber klar, wenn man möchte, ist da ein paar, also kann man den übersteuern und kann da driften. Aber untersteuern, das ist das Schöne an der Sache, ist einfach nicht drin in dem Auto. Und man kann hier sehr schön um diese Kurven und ich finde das einfach nochmal einen Tacken aggressiver, nochmal einen Tacken besser. Und auch nochmal von der Schaltcharakteristik und von allem einfach nochmal besser als beim Cupra VZ5. Ich weiß nicht warum, es sind natürlich auch unterschiedliche Autos, das ist hier eine Limousine und dort ist ein SUV, aber es ist halt einfach schön rattenscharf, genauso wie ich mir ein RS vorstelle. Ja. Schön kurz angebunden an der Leine, ja, und zu jeder Zeit gewaltbereit und egal bei welcher Geschwindigkeit, da geht immer noch irgendwas. Wenn ich 200 fahre, geht noch ein bisschen was. Wenn ich 100 fahre, geht noch mal ein bisschen was. Was jetzt ein bisschen vernachlässigt wurde jetzt hier auf dieser kurzen Strecke, ist tatsächlich die Bremse. Aber ich habe es euch ja schon gesagt, die Bremse reicht völlig aus, wenn ihr es jetzt nicht überstrapaziert. Wenn ihr also jetzt quasi nicht extrem jeden Tag sportlich fahrt und auf die Rennstrecke geht, reichen die aus. Wenn ihr natürlich sagt, nee, ich kaufe den wirklich überwiegend zum sportlich fahren, überwiegend Rennstrecke, dann gönnt euch die Keramikbremsen. So, also er macht einfach Spaß und ich finde ihn einfach, es ist einfach wie so ein kleiner R8. Wir haben trotzdem geilen Sound, trotz der ganzen, ja, Reklamationen vom Staat und so weiter. Der 15er darf noch erklingen. Es ist einfach schön, es ist schön spritzig, wir haben ein schönes Schaltpedalgefühl, manuell bleibt drin, aber auch das Getriebe schaltet butterweich, wenn man es denn möchte. Von dem her, es ist irgendwie alles perfekt und es fährt sich, wie es fahren soll. Und von dem her macht er da nichts falsch. Eine Sache noch, dann gehen wir schon zu den Preisen. Wir haben einen RS-Individualmodus, den kann man sich hier einstellen. Wenn ihr da mal kurz noch reinschaut, haben wir hier im Bildschirm, kann ich den Torx-Splitter natürlich einstellen, den Antrieb, das Fahrwerk und die Lenkung und natürlich auch den Motorsound und natürlich auch das ESP. Das war unser Video vom RS3. Was soll man sagen? Es ist ein richtiger RS. Es ist die Einstiegsklasse, wenn man so möchte, in die RS-Welt. Es gibt weder ein RS-A1 noch was unten drunter. Und ich muss sagen, er macht eigentlich fast schon mehr Spaß wie RS4 und RS5, weil er halt auch nicht ganz so schwer ist. Es ist wirklich
ein extrem gutes Auto geworden. Er sieht nicht nur brachial aus, sehr schön aggressiv von vorne, da macht man freiwillig Platz, aber auch nicht zu übertrieben. Ja. Und von dem her verspricht er beim Fahren das, was er außen erstmal zeigt. Schickes Design, Interieur geht es gerade weiter und dann eben die Fahrleistung finde ich total krass. Ja. Der bringt immer die Leistung auf den Boden. Mit dem Torx-Splitter kann man noch ein bisschen mehr reizen, aber zu keiner Zeit gefährlich. Es kann fast jeder fahren, ja. Kein Untersteuern, kein Übersteuern, sei denn man überreizt ein bisschen und die Leistung eben permanent da. Ich fand ihn besser vom Spaß wie der RS4, ich fand ihn besser wie den VZ5, auch plus Abt-Paket tatsächlich. Ich finde das eine richtig krasse Fahrmaschine. Also das ist mein neuer Lieblings-RS tatsächlich. Ja. Weil der einfach richtig performt und auch gerade als Limo richtig schick aussieht. Also R8 oder RS3 tatsächlich. Also es sind, also wirklich, kann man nicht anders sagen, ein sehr gutes Auto geworden. Preislich werden wir uns das Ganze gleich auseinanderfriemeln, da habe ich einiges mit dabei. Von der Ausstattung her bietet er alles, was auch die anderen gerade bieten. Ja. Lichttechnik haben sie natürlich sehr schön gemacht. Das sind natürlich Spielereien mit dem RS3, aber es ist natürlich cool, das macht kein anderer. Es kommt bei keinem BMW dann M2 und bei keinem CLA 45 kommt da CLA 45. Das ist halt irgendwie auch cool. Und man kann halt sehr individuell unterwegs sein. Krass ein bisschen draufhauen mit einer grünen Farblackierung und schwarzen Akzenten oder grau mit Alu oder grau oder ganz schwarz. Also da findet jeder seinen Geschmack. Im Innenraum gibt es nicht zu viel zu kritisieren. Wie gesagt, Materialien obenrum wäre schön gewesen, unterschäumt. Das ist tatsächlich für den Preis schon sehr schade. Das ist bei Mercedes CLA nicht. Habe ich extra nochmal nachgeschaut. Und dann das Platzverhältnis. Aber das ist natürlich auch beim CLA nicht viel besser. Aber das einzigste wirklich kritisierende Pünktchen, was ich da anmerken muss, sind die Materialien hinten. So, und jetzt kommt der Preis. Der eine möchte sagen, unheimlich teuer. Ich muss tatsächlich sagen, es ist gar nicht so teuer. Es ist natürlich eine Stange Geld, das ist gar keine Frage. Aber ich habe euch ein paar Autos dabei, die nicht weniger kosten oder sogar deutlich mehr und nicht mehr können. Aber gut, wir starten dann nochmal durch. 62.000 normaler RS3 Sportback, wenn ihr den wollt. 64.000 der hier. Und ab jetzt geht es natürlich nur mit der Limo weiter. Unserer, wie er also jetzt hier steht, kostet 76.045 Euro. Also mit Optikpaket, ne, den Matrix-Edition-Scheinwerfern, den zusätzlichen großen, nicht zusätzlichen großen, aber zusätzlichen Felgen, den roten Bremsanlagen, das große Lederpaket, Head-Up-Display, groß MMI. Ja, ich glaube, das war's dann. Ne? Genau. Carbon-Cam noch dazu, Keramikbremse-Cam noch dazu, Aufhebung auf 92, Kameras. Und Assistenz, also da könnte man schon noch hochgehen. Und zwar kann ich so sagen, bis zu 94.405 Euro können wir hochgehen. Dann allerdings auch in einer richtig krassen Farbe, wie zum Beispiel das Gelb. Das kostet über 2.000 Euro extra. Deswegen habe ich die Farbe jetzt nochmal ausgegliedert. Dann liegen wir beim Höchstpreis bei 92.155. Ich wähle die Farbe, lasse ich jetzt mal weg. Manche nehmen vielleicht auch nur das Grau oder das Daytona-Grau, dann liegen wir natürlich, wie gesagt, bei 92.155. Und jetzt ist das halt eine ordentliche Stange Geld für ein A3, 92.000. Ne? Aber ich habe euch mal noch was rausgesucht. Und zwar hatten wir ja neulich den BMW M240i da. Ne? Und das ist ja nicht der M2, wie man den RS3 vergleichen müsste, sondern das ist ja quasi die Einstiegsvariante, also M-Performance, das wäre quasi ein S3. Und der kostet natürlich nur mit einer Vollausstattung auch schon 74.250. Und der M2 kommt jetzt Ende des Jahres, da wird locker nochmal 10.000 bis 20.000 mehr kosten. Ich nehme eher an 20.000, dann liegen wir auch bei 94.000. Und der CLA 45 mit einer vollen Ausstattung kostet 96.259 Euro. Also nochmal mehr als der RS3 hier tatsächlich. Und ja, von dem her ist das vom Preis her, man bekommt nichts anderes für das Geld. Ja. Was ich noch rausgesucht habe, ein BMW M3 Competition würde man noch für 92.800 Euro kriegen. Allerdings nur M3 Competition angekreuzt, keine Ausstattung natürlich. Nur, dass man mal so ein bisschen ein Verhältnis hat. Dafür bekomme ich aber für einen günstigeren Preis wie beim CLA 45 einen Zylinder mehr, 5 Zylinder mit einer schönen Laufkultur, einem besseren Sound wie der CLA 45, das ist kompletter Schrott-Sound. Ja. Und ich finde auch das schönere Design. Von dem her ist der Preis, wir sind halt in einer teureren Welt mittlerweile, die Autos kosten immer mehr,
Und wenn ich mir aber anschaue, dass ich mir auch mittlerweile einen Skoda auf 70.000 hochkonfigurieren kann und einen VW Passat auch mindestens auf 80, dann finde ich für 76, wie er jetzt hier steht, oder so wie ich ihn dann ausstatten würde, für halt 85 bis knapp 90, ist das eine Stange Geld, aber immer noch ein fairer Preis für einen 5-Zylinder mit 400 PS, Allrad, Torx-Splitter und dem ganzen Klimbim, was man hier dazu buchen kann. Jetzt seid ihr gefragt, was sagt ihr zum neuen RS3? Erstmal, wie gefällt euch optisch? Was sagt ihr zum Preis? Ich habe da jetzt ausgeholt. Gebt ihr mir recht und sagt, naja, im Grunde hat er recht, es ist teuer, aber es ist noch fair. Oder sagt ihr, naja, es ist egal wie, einfach zu teuer. Lasst mich gerne wissen, schreibt alles runter, was ihr gerne noch wissen wollt. Vielleicht kommentiere ich es noch dazu. Ansonsten schreibt runter, was ihr darüber denkt. Ein Abo würde mich natürlich auch freuen, dann wachsen wir einfach weiter, können euch immer mehr zeigen. Die Glocke ist für euch da, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald was Neues hochladen. Schaut gerne bei uns auch auf TikTok vorbei. Und ansonsten endet jetzt der Tag, die Sonne geht unter, wir sind fertig. Ihr seid fertig mit Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald.